Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Brothers. Heute gibt es Fisch. Und zwar reichlich Fisch. Ja. Vom Smoker. Ja, wir machen mal wieder einen Lachs. Diesmal eine andere Variante. Gesmoked auf unserem neuen Pellet Smoker. Ja. Und was genau wir machen, wie wir das machen und ob es toll schmeckt, erfahrt ihr alles in dieser Ausgabe. Viel Spaß dabei. Für unseren gesmokten Lachs brauchen wir nicht viel. Das heißt, wir haben hier eine Zedernholzplanke. Die brauchen wir natürlich nicht, um Rauch anzukriegen, wenn wir das Ganze auf dem Smoker machen. Aber wir wollen ja nicht, dass die Haut am Rost festkleben bleibt. Deswegen nehmen wir sie trotzdem, weil wir haben sie da. Ja, das Ganze wird relativ naturell gelassen. Das heißt, wir haben hier von unserem Freund 0815 Barbecue, dem Markus, den Fish and Butter Rub, eine mediterrane Kräutermischung mit, habe ich übrigens noch nie gehört, indisches Sonnenflockensalz. Ich bin sehr gespannt. Und die werden wir jetzt hier auftragen. Das Ganze wird selbstverständlich im Smoker nur indirekt gegrillt. Ansonsten würden uns die Kräuter auch komplett verbrennen, wenn wir den nochmal irgendwie über die Glut ziehen. Den Smoker haben wir bereits auf, beziehungsweise eingeregelt, stimmt nicht. Wir haben einen Knopf gedreht bei unserem Pellet Smoker auf 148 Grad. Also wenn ihr das nicht auf dem Pellet Smoker nachmachen wollt, weil ihr keinen besitzt oder wie auch immer, sondern auf dem Kugelgrill, Gasgrill, wo auch immer, dann einfach ungefähr 150 Grad, Seite auf der sicheren Seite. Ist sowieso eine super Temperatur für Fisch allgemein. So, jetzt habe ich hier schon mal reichlich Gewürz drüber gegeben. Das Ganze drücke ich jetzt noch so ein bisschen an. Ihr könnt wahlweise auch vorher ein bisschen Olivenöl drüber machen, damit das ein bisschen besser hält, aber heute ist es windstill und wir legen den gleich nur noch auf den Grill, von daher geht das auch so. Das waren die Vorbereitungen. Wir werden jetzt direkt überschwenken. Wie gesagt, der Träger Century 34 ist eingeregelt auf 148 Grad. Aktuell steht er bei 154. Macht aber nichts. Was für Pellets haben wir drin, Julian? Apfel. Diesmal sind es wirklich Apple Pellets. Ja, und jetzt platzieren wir unseren Lachs hier mittig drin. Gucken nochmal, dass der hier nicht auf dem Rost liegt. Jetzt müssen wir nur noch einen Deckel schließen, abwarten und hinterher sagen wir euch, wie lange es gedauert hat. Aber wir rechnen so mit 25-30 Minuten. Der Lachs ist fertig. Wie lange hat es gedauert? Knapp eine halbe Stunde? Ja, würde ich auch sagen. So, ich zeige euch, warum er fertig ist. Wenn er jetzt hier rauf guckt, dann seht ihr, wie hier, ich hoffe, das Mikro erkennt das, was ich sage, ja, das Eiweiß, was leicht austritt. Und wenn das der Fall ist, dann ist ein Lachs fertig und noch super saftig. So. Mal gucken, wie heiß der ist. Oh, guckt ihr es an. Das ist ja eine Grundregel, ne? Wer heiß anfasst, kann auch heiß lieben. So. Man sieht ja auch schön, dass die Gewürze nicht verbrannt sind. Sondern sogar so ein Stück weit sich hier eingezogen haben. Dann würde ich sagen, wir probieren mal, oder? Der Lachs ist mittlerweile auch, ach, ihr habt es ja gesehen, was rede ich überhaupt? Der Lachs ist auf jeden Fall fertig und mittlerweile auch geschnitten. Ich darf anfangen, okay? Ja, probier du mal zuerst. Sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Also er ist mega saftig, so viel steht fest. Und das Gewürz sieht auch noch ganz gut aus. Komm jetzt, gib mir auch mal die Gabel. Mmh. Aber das Gewürz. Mmh. Oh. Nee, komm her. Lecker. Einmal rein in Nahaufnahme. Ich muss dazu sagen, ich bin ja normal gar kein Fischesser. Ich bin zwar immer kein Fischesser, aber das schmeckt mir verdammt gut. Könnte meinen. Das Gewürz auch geil. Ja, aber ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal noch zusätzlich ein bisschen Salz dran machen, weil in der Gewürzmischung, hat Markus selber schon in seiner Vorstellung gesagt, ist nicht so viel Salz drin. Mir fehlt noch ein Ticken Salz. Ansonsten perfekt. Willst du einfach mal ausprobieren? Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Genau. Bis zum nächsten Mal. Hat dir unser Video gefallen? Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir auf Facebook und vor allen Dingen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst. Genau, und falls du noch Fragen hast, die unbeantwortet geblieben sind, darfst du uns gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Guck mal in meiner Infobox vorbei, da findest du alle Produkte, die wir heute verwendet haben und vor allen Dingen auch die Links in einem T-Shirt-Shop. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Mach's gut. Macht's hübsch, ciao.